Und da sind wir wieder. SpongeBob macht gerade schöne Faxen. Wir sind kurz vom Quallenkönig. Haben wir ja zuletzt aufgehört. Und da würde ich mal sagen, gehen wir mal zu dem Quallenkönig. Pumpelblase. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Die Kumpelblase, ja, wer kennt sie nicht, ne? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, man hört den Quallenkönig schon. Und man sieht ihn auch schon, wie er gerade ein... Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Okay, der Quallenkönig ist nicht begeistert, ob sie den beim Duschen erwischt haben. Wie war das nochmal? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich den jetzt angreifen soll. Ah, ich habe eine Idee. Ja. Oh nein, er gebärt Quallen. Ja. Nimm das. Die Musik hier im Hintergrund ist übrigens, glaube ich, die Musik aus der Welt, wo SpongeBob träumt. Was? Blaue Quallen? Nein, hör auf damit. Oh, da ist eine Kiste. Ich kann die nicht öffnen. Ran ans Chili. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. Eine Dusche unter Wasser und man sieht das Wasser trotzdem. Das ist irgendwie lustig. Und wir haben den Quallenkönig besiegt. Ja, stimmt. Wir müssen... Boah, krass. Ich will noch schnell die Kiste öffnen. Und wir haben sie geöffnet. Sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr. Vielleicht noch ein Schlupper. Ne, wir haben 4 Schlupper an. Dass das Beispiel überhaupt mit 4 Schlupper laufen können. Und los geht's. Schenke öffnen ist klasse. Achso, nee, ich dachte, das wären die Explodierenden. Die goldene Pfannenwinder, ich darf jetzt nicht verkacken. Boah. Hä, das ist Larry. Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Okay, die haben es verstanden. Ich frag mich aber jetzt, wo Thaddäus ist. Oder ist das hier ein anderer Abschnitt? Oh, da ist noch eine Kiste. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch Socken. Nö. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann springen wir jetzt mal zurück. Und da ist ja der Taddel.
Oh, ja. Ah, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? So, wir haben jetzt alle Quallenfelder. Wir haben jetzt alle goldenen Pfannenbänder, denke ich mal. Nee, kann ich nicht einsehen. Also auf dieses Level bin ich echt gespannt, der Seetangwald. Aber dauert noch ein bisschen, bis wir dort sind. Gut. Socken muss ich mir im Hinterkopf behalten. Und dann gehen wir mal wieder zurück nach... Oh, so, Bikini Bottom. So, wir sind jetzt wieder in Bikini Bottoms angekommen, vor SpongeBob seinem Häusle. Und da sieht man den Flying Dutchman. Unsere nächste Welt wäre natürlich die Bikini Bottom Hauptstadt, oder Bikini Bottom selber, wie auch immer. Und ja, da würde ich mal sagen, das machen wir natürlich beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Monat rein. Ciao!